Nee, Stosch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Ja, das letzte Mal haben wir ja hier aufgehört, wo vor einem schönen Keller. Oh! Jill? Chris! Chris! Beefman! Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. It won't open! Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. You got a Dietrich, though. I mean, you got a Dietrich, though. Tür ist verschlossen. That's fucking great. Das richtet mir jetzt ein paar neue Fragen auf. Wie kriege ich Captain Beefman da raus? Gut, wir haben noch den anderen Aufzug da, den wir benutzen können. Die Frage ist, ja. Vor allem, wie haben sie es hingekriegt, den Beefman 2000 gefangen zu nehmen? Ich hole das Zeug hole ich jetzt noch nicht. Weil sobald ich Treibstoff habe, könnte ich Saft holen. Sobald ich Saft holen könnte, könnte ich Selbstzerstörung aktivieren. You know? Captain Fleischfield, er mag Fleisch. Nämlich, es hieß auch, das hat man mir gesagt, dass Fleischfield sterben kann. And I don't want this to happen. Ich möchte nicht, dass Fleischfield stirbt. Was wird denn aus seinen Fortsetzungen? Keiner sauft wie Fleischfield, keiner Fleischfield wie Fleischfield. Ach ja, stimmt ja. Kein Saft. Totally forgot about this one. Dann muss ich jetzt wohl Treibstoff holen. Dann haben wir wieder Treibstoff. Ja, dann müssen wir erstmal Treibstoff holen, wa? Gut, gehen wir wieder zurück. Ohne Scheiß, ich will nicht, dass Fleischfield stirbt. Das Problem ist, wie kriegen wir den da raus? Wie kriegen wir den Fleischman da raus? Ich brauche einen Schlüssel. Und ich glaube nicht, dass ich das machen kann, wenn ich irgendwie... Ne. Wir holen erstmal den Treibstoff und setzen den ein. Und nicht schütteln. Ganz vergessen, nicht vergessen, nicht schütteln, nicht bummeln. Bäh. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Das Treibstoff ist es Nitro-Verbindung. Durch Rennen können eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Sekunde. Oh shit. Weil man rennt dann dauerhaft. Ich weiß, dass mich nichts umbringen kann, aber ich gehe kein Risiko ein. Ich gehe kein Risiko ein. Ja, und ich bin mittlerweile froh, dass ich jetzt, wo ich die Steuerung so nochmal berücksichtige, ne? Um Heiliges, ich bin so froh, dass ich diese Steuerung gewählt habe. Es fühlt sich echt nicht schön an. Ich bin jetzt hier auch sehr, sehr vorsichtig. Dass ich jetzt nicht gerade, ne? Dass es mich jetzt jedes laute Geräusch könnte unser letztes sein, meine Freunde. Aber danach, nee, ich habe lange nicht gespeichert. Okay, ich habe schon gespeichert, aber trotzdem, I don't want that shit to happen. To be honest. Deswegen
Gehen wir auch ganz vorsichtig, swaggen wir die Treppe runter. Swaggen hier ganz sachte längs. Wir sind ja vorsichtig. Wir haben alles an Fliegenmenschen terminiert, was hier uns in die Quere kommen könnte. Es ist alles safe hier. Wir sind Profis, das kann passieren. Hier wird nicht geschüttelt. Geschüttelt wird hier nicht. Könnt ihr euch abschmecken? Nein. Möchte ich nicht, nein. Und da sind wir ja schon. So. Back to where what I was saying. Oh, okay. Gut, gut. Alles gut. Mal gucken, vielleicht funktioniert der Aufzug ja jetzt schon wieder. Man weiß ja nie, vielleicht reicht ja schon Treibstoff. Vielleicht müssen wir es auch erst anschalten wieder. Das weiß man ja nicht. Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich gleich nochmal speichern, so just in case. Anscheinend gibt es keinen Strom zu. Ja gut, ich muss es also doch erst aktivieren. Ich dachte, das, was da für ein Panel war, war schon für die Selbstzerstörung. Aber offenbar muss ich die Strom zuvor erst anschalten. It looks like. Aber da wir noch genügend Farbbänder über haben. Da wir noch genügend farbige Bänder haben. Können wir auch einmal speichern gönnen. So just in case. Immer noch die Frage, wie kriegen wir fucking Chris da raus? Wie kriegen wir den Fleischmaster da aus seiner Zelle? Und warum beeft er sich nicht einfach? Ja, ich rette noch vorher Fleisch. Was sag ich die ganze Zeit? Ich weiß ja nicht wie. Ich weiß ja nicht, wie ich ihn da rauskriegen soll. Habe ich irgendwas noch an Items, was ich vergessen habe? Soll ich ihn freisprengen? Ich meine, ich würde es tun. Nee, ich habe ja keine Skrupel vor sowas. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier da Saft anschalte, ne? We're in a lot of trouble. Ja, bitte, Karobi, sag's mir bitte, weil ich hab Schiss, dass wenn ich jetzt die Stromzufuhr anmache, dass es auf einmal heißt, ja, well, Chris, it sucks to be you, würde ich mal sagen. Von daher, ich werde gerade super froh, wenn ich da einmal, ne, you know, man. Ich sag ja, wenn das jetzt so simpel ist wie von wegen, spreng ihn freier, dann lache ich. I will laugh. I will lach. Ich habe immer noch so viel Zeug. Ich könnte ja auch die Magnum mitnehmen. Die ganze, ich habe 24 Schuss für das Ding. Mehr sogar. Ich habe 30 Schuss für das Scheißgerät. Und es wirkt hier langsam relativ finalomäßiger. Von daher packe ich mal weg. Und pack mal. Ich packe sie einfach mal ein. Weil ich will mal wissen, nur wie das aussieht. Oh yeah. Oh yeah, that's a weapon. That's a weapon, alright. Das ist mal ein Kolben. Muss erst den Tyrant. Oh Gott, da kommt ein Tyrant. Okay. Also erst Ding besiegen. Ich gehe da besonders süchtig vor. So. Okay, ich muss also erst Boss, dann Chris. Dann ist die Tür offen. Weil seine Beefigkeit die auf einmal öffnet. Probably. Okay, denn. Dann war es vielleicht auch gar nicht so doof, dass ich meine Magnum mitgenommen habe. Das ist besser als die Selbstverteidigungswaffe. Was soll ich mit dem Shit? Da ist ein Schuss drin. Habe ich immer noch nicht raus, was das eigentlich soll. Beziehungsweise, ich wollte ja, das fällt mir jetzt erstmal wieder ein. Da, wo wir den defekten Flammenwerfer eingesetzt haben,
Da wollte ich ja ursprünglich überprüfen, ob ich da auch das defekte Gewehr einsetzen kann. So, dann wollen wir mal, ne? Haben sie halt keine Stromzufuhr. Jetzt schon. Ach so. Oh. Ach so. Ja, Mensch. Ja, dann kann ich ja jetzt müsste dieser Aufzug ja funktionieren. Beziehungsweise, wir haben ja immer noch keinen Notfall. Die eine Tür ist dann ja immer noch zu. Also die etwas weiter oben. Hey, Futari. Deswegen werde ich mal, ich weiß, das ist jetzt Backtracking, wo ich mir selber aufhalte. Aber just in case, weil jetzt haben wir Saft. Wenn wir Saft haben, haben wir Saft. Deswegen will ich jetzt mal wissen, was ist mit dem hier jetzt? Wahrscheinlich Bedienungsfeld, Schalter drücken. Der Aufzug funktioniert. Jill. Barry. Barry. At least waited up for me, you know. Let's go. Habe ich jetzt richtig abgeschmatzt? Ich weiß nicht. Fühlt sich so an. Ich habe vorher gespeichert, also selbst wenn ja. I'm not scared. Selbst wenn, ich könnte wieder zurück, okay. This doesn't look good. Did you weep? Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Oh. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Oh, Scheiße. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Was soll? Hat er ernsthaft so mit den Fingern noch das Ding aktiviert? Really? Oh, Scheiße.
Oh, it's pissed. It's big. It's ugly. It's pissed. Damn it. Jill and Barry together. In hell. You can't hide forever. Ah, there you are. What? Guess what? I don't like you. Oh, get bitch slap from them tyrant. Barry, oh, bitch slap combo. No, Barry. You viral cultured freak. Oh. Also, Jill, Worte können auch... Oh, scheiße. Oh, fuck. It's gonna kill me. Ja. Wir brauchen große Kaliber hier. Hi. Oh, fuck. Wo ist... Did this thing just slap me? Ja, shooting him in the groin will help. That's it. Also entweder ist die Magnum hier megamäßig overpowered oder Huge. You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Okay, aber erstmal holen wir Quest. Ohne Quest gehe ich nicht. Ich gehe nicht ohne Quest. Ist hier noch irgendwas? Nö, sieht nicht danach aus. Ja, Mensch. Moment, wo ist Wesker? Wann ist der abgehauen? He just gone. Gone with the wind. Anscheinend für Notfallautomat. What? Gibt's hier einen anderen Ausgang? Es ist schon irgendwo schlimm, wenn ich irgendwie mehr damit beschäftigt bin, rauszukriegen, wie ich hier raus können. Ah, hier. Ah. Ach so. Man will einfach nur verhindern, oh, ich hätte hier auch durchgekonnt. Ist das auf der Karte? Oh ja, Tatsache. Ja, gut. Ja, gut, mein tyrannischer Freund. Also, ne... Ah, fuck. Wesker must have set it off. Let's hurry. Erst holen wir Quest. Erst holen wir Quest und dann gehen wir ab. Weil ich weiß, wo wir hin müssen. I know the way. Ja, ohne Quest gehe ich nicht. Der geht schon wieder ohne mich. Erst holen wir Quest und dann hauen wir ab. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. I think. Von Barry, warum läufst du schon wieder vor mir weg, hä? Da ist irgendwas durch die Schächte gekommen, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass es mir gefällt. Warte. Nimm noch mit. Sicher ist sicher. Quiz! Halt durch! Sofern die Kamera mich nicht auffällt, Chris. Außerdem, warum geht er nicht selber dadurch, wenn die Tür jetzt offen wäre?
Quiz! Schloss ist... Ich wollte gerade sagen, Schloss ist nicht geöffnet. Was? Oh, Herrgott, Schiss. Quiz! Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Wir sollten abhauen. Und das, ASAP. Okay. Let's get her. Komm mit. Chris, es ist jetzt keine richtige Zeit, hier richtig festzuhängen. Nur mal so nebenbei. We need to move. Ich hoffe mal, das war nicht der Endboss. Also, für die paar... Let's go. Ja, ist ja gut, Chris. Das hatte ich ohnehin vor. Außerdem könnt ihr mal aufhören, von mir davon zu laufen. So, just saying. Ihr lauft immer von mir weg. Ja, schön. Viel Spaß. Kann ich nochmal speichern? Ich meine, ich komme an dem Dings vorbei. We need to move. I know the way. Die Magnum, also wenn das die Magnum war, dann ist die broken. Weil, Jesus Christ. Schreibmaschine, ja. Farbband verwenden. I don't trust this shit. Wir haben Chris, also von daher ist alles gut. Die Magnum ist nicht immer OP, siehe Resident Evil 6. Da ist die Magnum sogar relativ... Nee. So. Jetzt packen wir das nochmal gemütlich wieder zurück. Ja, das sollte hinhauen. Ich habe Vertrauen in meine Magnum. In meine Mamnav. Come on. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich hab's nicht so leicht wie ihr, dass ihr immer vorrennen könnt. Mein Jesus Christ. Bin ja schon da. Was zur Hölle? Wie will mich das Spiel zudröhnen? Ich meine, ich habe hier immer noch Zeug. Oh ja, cool. Noch mehr Kräuter. Gemischte Kräuter. Das ist eine Mischung aus zwei Kräutern. Da ist noch Shotgun-Munition, die nehme ich aber nicht mit. Okay, chill. Chill, I'm on my way. I'm chill, I'm Jill. Oh, das Einzige, was mich ja noch viel mehr nervt, ist... Stromversorgung wieder... Die Sicherung fehlt? What? Gut, dass sie auf einmal... Okay, ich beschwere mich nicht. Suddenly eine merkwürdig aussehende Batterie, aber okay. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad! No! We can no! Make... Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? Alright. We'll rendezvous at the heliport. Sind probably ein paar Fliegenmenschen. Take the shotgun and it's over. So, yeah. Okay, wir haben Countdown. Der wurde zwar schon früher angekündigt, aber ist okay. I don't mind. Okay. Let's get Audi. Hä? Signalraketen. Ja gut. Pui!
Also wenn ihn das nicht kontaktiert, weiß ich auch nicht. Ach, da sind sie ja schon. Jill! Ach, meine Männer! Du schon wieder! Oh! Chris Slap! I shot his butt. Oh mein Gott. Hartnäckiger Ficker. Ich schieß dir auch gern noch ein bisschen. Oh fuck! Ich schieß dir in die Nüsse. Was wird das? Was machst du da? Autsch! Au! Kritisch! Oh mein Gott! Jill, use it! Kill it, whatever it is! Lieben gerne! Oh ja! Oh damit? Oh lieben gerne! Oh Barry! Stand back! This is gonna hurt! Okay, der kommt nicht mehr wieder. He does not come back. Eben kein Endboss ohne Raketen. Jesus! No, I ship it. Naja, disappointing. Ich hab mit einer fucking Magnum auf das Ding draufgehalten, so. Ich weiß ja nicht. Ich hab mit einer Magnum. Im Grunde wurden zwei Magnums auf das Ding gehalten. So, yeah. Oh, geil. Sogar die Credits sind in wunderschöner N64-Grafik. Oh, wieso? Wieso? Ey, komm. Wieso sind manche Grafiken noch gefühlt aus der GameCube-Version übernommen worden? Weil ich weiß, es sind ja... Ursprünglich ist das die GameCube-Remaster, die damals rausgekommen ist. Und wurde jetzt halt für die PS4 nochmal grafisch nochmal ein bisschen hochgepusht. Nur, ich frage mich dann immer, warum solche Sachen immer... Ja, warum sowas immer fehlt, ne? You know, man. Also warum man sowas nicht übersetzt hat. Man erkennt allein schon an der Schrift, dass man sich gesagt hat, nee, komm, die Credits müssen wir nicht nochmal hochpolieren. Aber ja, das war Resident Evil. So viel ist man auf jeden Fall sicher. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Chris-Version noch machen soll, weil viele meinen, es ist dasselbe. Und ja, also es bezieht sich auf dasselbe, selbe Gebiete, selbe Gegner, yada yada yada, nur halt etwas anders mit geringen Anmerkungen und alles, hast du nicht gesehen. Deswegen, ich bin mir ganz ehrlich, ich bin noch nicht sicher, ob ich die Chris-Version jetzt machen will. Meistens Chris, ja, aber die soll auch um einiges nerviger sein, weil Chris noch weniger Kapazität hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, das wird mir irgendwo megamäßig auf den Keks gehen, wenn ich noch mehr Backtracking betreiben muss andauernd, weil der Typ nichts mit sich rumschleppen will. Aber an sich ist es schön. Ist ein schöner Teil. Ich bin zwar an sich verwöhnt. Und ich gestehe auch immer noch, ich liebe Resident Evil 4, es ist eins meiner Top-Games, deswegen... Jill, ja. You did a fine job. Ah. Verbrauchte Farbbänder 34. Keine Lust zu sterben. Ich bin aber mehrfach gestorben.
82 abgefeuerte Schüsse. Oh, 10 Stunden. Von daher, ja doch. Dui. Jill hat ein neues Kostüm. Oh shit. Neues Kostüm? Oh boy. Überschreiben wir den hier mal. Weil den durchgespielt Daten. Ah, New Game Plus? New Game, this news the game of Plus? Kuschmenemer? Resi 7 kommt gar nicht. Alter, das Spiel, das will ich nicht mal mit der Kneifzange angucken. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. So, yeah. Stimmt, da steht jetzt noch einmal. Und der Hintergrund hat sich ein bisschen verändert. Kann ich mir das irgendwo... Nee. Weil ich will eigentlich nur... Vielleicht nur gucken wegen dem Kostüm. Sehr einfach. Einfach normal. Ich mach mal einfach, weil ich will gucken wegen... Ja, ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Das kennen wir... Oh. Oh, Jill. Also Jill. Oh, oh. Ja, bei Chris, ich kann immer noch als Mega-Beefman rumlaufen. Ja, das, ja, ich könnte auf jeden Fall New Game Plus spielen mit. Aber ja, this is something for another day. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.